Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir haben diesen Aasfresser nochmal platt gehauen, Turas und ich. Jawohl, und ja, ich möchte mir mal kurz den Dings da drüben anschauen. Vielleicht gibt es hier einen Teleporter dazu, das wäre ja super. Und ich muss dann, ah ja, das Viech da drüben, ah, ich will nicht. Der ist mir noch zu unheimlich. Ich will dann auch mal schauen, dass wir die nächsten Erfahrungspunkte in Stärke und so weiter investieren, damit wir mehr zuschlagen können, also besser zuhauen können, mehr Schaden machen können. Das wäre ganz fein. Und da vorne ist es echt lustig. Hier haben wir die größte Hitze und da drüben die größte Kälte. Interessant. Oh. Oh oh. Oh je. Warte mal. Warte. Willst du mich hauen? Bist du lebensmüde? Um den Konverter solltest du einen ganz großen Bogen machen. Mit denen ist nicht zu spaßen. Die werden dich mit Freuden filetieren. Was machst du hier draußen? Was machst du hier draußen? Ich bin Schrottsammler. So komme ich über die Runden. Mit dieser Todesfalle vor der Nase ist das kein leichtes Leben. Und trotzdem lungerst du hier rum. Naja, ich habe ein paar Methoden entwickelt, es den bleichen Bastarden schwer zu machen. Zum Beispiel? Vor einiger Zeit habe ich das Zugangsrohr in den Kommandotrakt gefunden. Und dann habe ich mich nachts dort hineingeschlichen und radioaktiv verseuchtes Gas in das Rohr gejagt. Alter. Das war ein Fest, sag ich dir. Die Alps haben immer noch nicht herausgefunden, wie sie den Trakt säubern können. Du bist so fies. Du allein willst den Konverter sabotiert haben? Du allein willst den Konverter sabotiert haben? Hey, für mich ist das Ding nichts anderes als ein riesiger, hässlicher Schrotthaufen. Und mit Schrott kenne ich mich aus. Aber wenn du meine Worte anzweifelst, geh doch selbst hinein und sieh es dir an. Oder warte, ich habe da was Besseres. Wie wäre es mit einer Mutprobe? Ach, toll. Sind wir jetzt der 15 oder was? Na dann, erzähl mal von deiner Mutprobe. Erzähl mir von deiner Mutprobe. Wusste es doch. Du bist der Richtige dafür. Hör zu. Sie sollen dort oben ein Gerät haben, das ich gut gebrauchen könnte. Es handelt sich um einen Energieverstärker. Er sieht aus wie ein kleiner Kasten. Wenn du es bis hoch in den Kommandotrakt schaffst und mir das Teil besorgst, springen ein paar Splitter dabei heraus. Damit deine Mission nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, hier noch ein kleiner Tipp. Im Fort haben wir Schutzhelme, die dich vor der Strahlung schützen können. Mhm. Verstanden. Dann müssen wir zuerst das Fort aufsuchen. Aber ich hätte trotzdem gerne einen Teleporter gehabt. Das wäre echt fein gewesen. Aber wer weiß, wir sind ja noch nicht... Wir haben ja noch nicht alles durchgeschaut da. Und da vorne sehe ich eine Ratte. Die können wir theoretisch auch gleich umhauen. Und vielleicht habe ich ja das Glück, oder besser gesagt, wir haben das Glück, dass wir tatsächlich einen Teleporter finden. Eine Testratte. Komm zu Papa. Ein bisschen wegschweben. Zack, 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 zack. Wo war nicht obi fallen? Nein, nicht obi fallen. Langsam, Ratte. Jetzt darfst du runterfallen. Komm. Geht's? Ruck? Na, doch nicht. Da unten haben wir Elixit. So, aber einen Teleporter. Glubschen meine Augen dabei nicht. Wäre aber echt schön, einen zu finden. Aber wie gesagt, das heißt ja noch nichts. Wir gehen mal vorsichtig, wenn es möglich ist, um den Konverter herum. Werden auf dem Weg dorthin noch ein paar Pestratten ausschalten. Alter. Will mich da glatt von hinten anspringen, du Viech. Das gehört sich aber nicht. Zack. Aufs Fressbrett. So. Und fertig ist er. Her mit deinen Sachen. Die dritten Zähne sind uns auch schon gesichert, wie immer. Denn die Viecher droppen ja recht gut ihre eigenen. Ja, und das stärkt das Immunsystem. So. Mhm. Boah, ist da kalt. Hatschi.
Kein Wunder, dass man sich da einen Schnupfen holt, ey. Zuerst heiß, dann kalt. Boah, wie im Winter. Manchmal. Aha, da vorne stehen sie schon. Und, ja, was haben wir da? Denn? In der Wüste wirst du normalerweise gebraten. Es wird Zeit, dass die Konverter ein für alle Mal verschwinden. Ja, das wäre nicht schlecht. Ein Bömmchen drauf und weg ist es, wenn es so einfach wäre. Jo, wir haben einen Teleporter gefunden. Wie schön. Aber ich traue mich da gerade nicht wirklich hin. Ich glaube, das machen wir wirklich, wenn wir den Helm haben. Ich würde sagen, wir erkunden ein bisschen weiter. Ich werde auch gleich speichern. Danke fürs Erinnern. So. Jawohl. Also gleich speichern. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal alles, was geht, in unsere Stärke investieren. Ich habe es, glaube ich, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Ich hoffe. Ansonsten eben jetzt. Also wir tun das jetzt so machen tun. Hat mir da gerade was angespuckt? Tatsächlich. Rotmolch. Also, aha. Okay. Der hält echt viel aus. Das passt mir gerade aber überhaupt nicht. Oh mein Gott, das ist ein Terrorvogel. Ja, du bist auch ein komischer Vogel, ich höre. Oh mein Gott. Boah. Ich glaube, ich würde gern weg. Eine Ratte ist auch noch da. Moment, die vier können spucken. Mach ja auf. Also, was trifft mich da jetzt immer? Ein Phantom. Jetzt komm her auf. Es sind schon 20 Viecher da. Ja, das ist klar. Das kann du das nicht schaffen. Nein, nicht speichern. Hallo? Spinnst du? Laden. So. Ja, gut, okay. Das Haus ist wieder super. Also Häuser, wirklich. Das ist schon regelrecht übel. Ich probiere es mal außenrum. Ah, dieser Terrorvogel ist wieder zu stark. Okay, ist nur eine Ratte. Los geht's! Willst du deine Waffe ziehen, Freund? Echt. Ah. Pass auf, halt, dass du noch irgendwelche Mistviecher pullst. Passt, Viech ist hin. So. Wir machen einen Bogen um dieses Ding hier. Wir sollten wirklich auf der Straße bleiben, glaube ich. Puh. Wir sollten, glaube ich, wirklich auf der Straße bleiben, weil so ein bisschen Rotkäppchen-like ist gerade nicht wirklich super. Das schaut da aus, als wenn da was im... da drüben, ne? Da ist auch irgendwas. Wahrscheinlich wieder der Tod. Der ist hier nämlich allgegenwärtig. Oh. Ich musste ja meinen Mund aufmachen, ne? Jetzt reicht es mir. Das ist ein weißer Beißer hier. Boah. Jesus Mutter. So, Duras, du bist dran. Man kann da nicht einmal sie umschauen. Da geht irgendwie gar nichts. Okay, das war ein zu großer Trank. Ja, ja. Der ist wieder zu stark. Ey, also, okay. Ja, ich sollte mich selber an die Nase fassen. Bleib einmal auf der Straße, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Okay. Ich lasse das mit der Erkundung. Wir machen die Pestrate nochmal platt und dann... ja. Schau ich mal, dass wir in dieses Outlaw-Lager reinkommen tun. Das wäre wesentlich gesünder. Wo ist denn die Ratte? Da vorne? Ja. Ich helfe dir. Bitte, das wäre sehr nett. Okay, passt. Hin ist er. Irgendwie hatte ich gerade keine Lebensanzeige von dem Viech. Wurscht. Egal. So. Also, wir machen einen Bogen. Einen Bogen. Noch mehr Bogen. Und laufen mal da lang.
So. Wir können auch sprinten, weil wir das gut können. Dummer sprinten, jawohl. Mann, ey. Ich würde so gern Rotkäppchen spielen. Aber ja, wir wissen es ja von Gothic noch, ne? Und von Risen. Besser, man spielt Rotkäppchen, wenn man sehr gut equipped ist. Ja. Ah, da ist noch eine Ratte. Das freut mich. Jetzt darf ich auch mal speichern. So ist fein. Passt. Servus, du Raunz. Komm her. Und gib mir deine Erfahrungspunkte. Weggesagt. Sehr gut. So. Jawohl, neue Zähne. Die kann man immer brauchen. Was ist denn das? Mein Rampenlicht ist das. Juhu! Ich bin eine Rampensau. Was ist denn das für komisches? Ja. Ich dachte schon, das wäre so ein Spezialteleporter oder so. Aber nee. So, wir kommen wieder an bei so einer kaputten Straße, wo es wahrscheinlich wieder gesünder ist, nicht vom Weg abzukommen. Was grunzt denn da schon wieder? Ich will ja gar nicht, dass da was grunzt. Unter uns wahrscheinlich. Großartig. Ach, wenn es wieder so ein Totenkopfviech ist, dann schaue ich wieder lieb aus. Besser wäre es, wenn es eine Ratte wäre. Hallo. Oh, da drüben. Ja, ist eine Ratte. Hier dürfen wir blätten. Ja, komm her, du Viech. Alter. Und zack, zack, zack. Bisschen aufladen. Zack, zack, zack. Jawohl, hin ist er. Sehr gut. Ja, mit deiner Beute und gut ist. So. Ah, da unten ist wieder ungesund. Da drüben ist noch mehr ungesund. Gestorben ist auch wer da drüben. Ist das ein Schakal? Ich traue mich da nicht runter. Wow. Könnte sich aber um eine Quest handeln, ne? Ich würde sagen, wir speichern das mal. So, und dann probieren wir es mal, oder? Wir haben ja Rom gespeichert, wir sind da in Sicherheit. Ah, ist nur ein junger Schakal. Okay. Das können wir schaffen. So, tu das, du bist dran. Perfekt. Der gibt 40, wenn du denkst, der junge Schakal. Irgendwie komisch. Naja, egal. So, Hallöchen. Ein Outlaw, der verstorben ist. Sonst, okay, er hat keine Quest. Ich hab. Oh, Entschuldigung. So. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob es so gesund ist, da lang zu gehen. Ich würde am liebsten gerne wieder darauf. Na, komm. Hui! Sehr gut. Das lief gut, gut, gut. Vielleicht haben wir hier noch was Tolles. Und meistens ist es bei so einem kaputten Brücken immer etwas versteckt. Hier zum Beispiel der Metallschrott. Den nehmen wir ja gerne mit. Und vielleicht wäre es doch... Hui! Gar nicht so verkehrt, mal ein bisschen hier lang zu laufen. Damit wir vielleicht die kaputte Brücke ein bisschen ausweichen können. Aha, da geht es wieder tief runter. Mhm. Und da vorne haben wir wieder so einen Schakal wahrscheinlich. Ich glaube, das dürfte ein Ausgewachsener sein. Ich werde auf jeden Fall wieder speichern. Und schauen wir uns das doch mal an. Hallo, Viech. Ja. Au.
Ja, es ist ein großer Schakal, normaler halt. Also ein ausgewachsener, so muss ich sagen. Ich soll mal was essen. Aber du, das kriegt ihr, glaube ich, sogar klein. Oh, passt, die muss mal weg. Okay. Die Viecher haben es ganz schön in sich. Das ist gar nicht, das ist recht ungut. Okay, Duras kann nochmal aufstehen. Du Sauviech. Ah, reines Bobschi. Zack, 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 zack. Oh, hoppla. Wow. Bravo, super Turas. Oh, Mann. So, speichern. Diese Viecher, ne? Haben jetzt schon bald wieder Level Up. Das würde mich sehr freuen. Dann kann ich wieder was in Stärke investieren. Ich müsste mal nachschauen. Der Part ist eh schon so gut wie vorbei. Da kann ich mir das schon erlauben. Ach du liebe Zeit. Da fällt schon noch ein bisschen. Wie viel haben wir? Zwei? Nur? Puh. Ja, ja. Toll. So. Ja. Ach du liebe Zeit. Aber das schaut auch cool aus, oder? Hier so die Felsen raus. Ah, da fand sich eine Pestratte. Die schaffen wir. Die ist genau für uns maßgeschneidert. Aha, da ist wieder was verreckt. Servus, Ratte. Eine kranke Bestratte sogar nur. Die schaffen sogar wir alleine. Siehst du? Ja, wir haben was erlegt. Hurra! Eine Pestrounds. Hurra! So, und was haben wir da Schönes? Etwas Verstorbenes. Elixit. Kleiner Mana-Trunk. Kleiner Alex-Trunk. Unverbrauchbare Verbandstasche. Öllämpchen. Noch was? Eine Ratte. Na, sonst schaut nichts aus. Das was wir. Gut. Das war jetzt eh klar, ne? Das wird so eine Saufe hier. Du, Duras. Das schaffst du nicht. Das sind ja. Alter. Ich wollte gerade weglaufen, ne? Das kann ich schon vergessen. Ist denn. Hoppala. Ist denn das jetzt die Möglichkeit? Echt jetzt? Boah, diese Viecher. Es muss das jetzt sein. Okay, Pestrate lassen wir aus. Das ist nicht gut für uns. Das Viech wird. Oder warte mal. Was liegt hier? Ein Knochen. Aha. Ja. Der hat uns noch gefehlt. Damit können wir die Hundis vielleicht ablenken. Habe ich noch Pfeil und Bogen? Ja. Ein einziger noch. Oder wie? Ich probiere es nämlich. Ich probiere. Ah, nein. Ich helfe dir. Ja, hilf mir. So. Alter. Ich probiere mit Absicht herzulocken. Ich werde nicht looten. Weil, diese, also looten, ihn schon, aber da drüben die Sachen nicht. Weil sonst brüllen wir wieder diese Mistviecher. Noch wären sie nicht da, ne? Soll ich nochmal größenwahnsinnig sein? Ja. Schneller looten. Zack, zack. Haben wir alles? Gut, leg sie weg. Komm, Duras. So. Jetzt dürfen wir Glück gehabt haben. So, wir müssen irgendwie darüber. Aha, sind wir etwas schon da? Ist das da drüben das Outlaw-Lager? Ja, super. Habe ich es ja geschafft in zwei Parts. Wahnsinn. Oh. Was ist das?
Schrott. Okay, puh. Ich dachte schon, es wäre so eine eingegrabene Spinne oder so. Dab, dab, da. Da stiefeln wir im Sand. La, la, la. Das ist so toll. Oh. Oh. Rennst nur weg. Rennst nur weg. Ich bleib ein bisschen außerhalb. Wir beenden den Part, ihr Lieben. Bevor ich wieder sterbe, du. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Der Baum schaut ja cool aus. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!